So, wir haben jetzt Platz 1, ne? Jetzt haben wir Platz 1. Leute, wir haben das gepackt. Also wir können eigentlich schon aufhören. Unser Ziel war ja, Yeah. Rang 1 auf der Welt zu sein. Und Ladies und Gentlemen, wir sind soeben Platz 1. Willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Welt bei den Stämmen 115, also eine Season 2 haben wir draus gemacht gehabt. Der Epos ist mit dabei, sag mal hallo Epos. Hi. Und der Ada ist noch am Telefon, das heißt, Hallo, oh, der ich ist bin auch schon da. da, Ada ist auch schon da, super. Ja, und wir sind gestartet auf einer neuen Welt, alle zusammen. Und das Coole ist, dass die Leute gar nicht da sein mussten, damit wir alle nebeneinander sind. Also hier seht ihr ja schon die blauen Punkte. Wir haben im Stamm, ich zeig dir mal ganz kurz. Stamm, Stamm. Wie viele Leute sind wir? Habt ihr es im Kopf? Müssten über 30 sein. Es Ja, sind genau, wir sind genau 30. 30. Es sind genau 30 Leute und wir haben den Stamm umgenannt in eine Stammkneipe mit dem Titel, also mit dem Tag Suff. Finde ich sehr cool. Und der Ada hat die Beschreibung noch bearbeitet, heute Nacht praktisch. Naja, mehr oder weniger. Gehen wir nachher mal durch. Jetzt schauen wir mal an. Machen wir erstmal Premium rein, wa? Ja, Premium Features erstmal hier aktivieren. Aktivieren. Was können wir noch so reinmachen? Das können wir nicht machen. Ist der Farmassistent da mit drin? Nee, ne? Bei Premium ist er nicht mit drin, oder? Doch. Doch, doch, es gibt schon Farmassistent. Nee, ich glaube nicht. Man muss ihn noch übers Theater aktivieren. Im Account Manager ist der Farmassistent drin. Ah, da, so rum war das. Ja, dadurch, dass wir ja immer Genau. alles hatten. Dann starten wir das auch mal. Mehr Rohstoffe gibt es ja auch nicht, ne? Ich dachte, dass wir wenigstens hier so Rohstoffproduktion 20% mehr machen können. Ja, Nee, nee, gibt es ja nee. auch nicht. Nix pay to win mehr. Nix Pay to Win. Machen wir die erste Quest, oder? Begib dich zum Hauptgebäude. Weiter. Machen wir noch mal. Geil. Wir haben es unter die Top 10 gepackt schon. Oder was? Naja, wir sind schon Top 10 Stamm. Ja, ich bin Rang 230, besser bald als was ich in 114 je geleistet habe. Vor allen Dingen das Geile ist, ja, vor allen Dingen das Geile ist, ja, die Welt ist einfach eine Viertelstunde eher gestartet und die anderen denken ja, alles geht erst um 11 Uhr los. Ja? Habe ich ja auch eben. So, nee, hier ist schon einer drin. Könntest du die vier Personen einladen? Sie sollen sich bewerben, oder? Ich schreibe jetzt. Bitte bewerben. Wie gut, ich habe gestern auch mal mit dem Premium Abkratzer Stamm. schon alle Stämme ausgewertet und einfach mal geschaut, wer wie viele Member hat in welchem Stamm. Und wir sind genau auf Rang 6 gewesen von der Memberzahl. Und wir sind auch jetzt genau Rang 6 mit dem Stamm. So, bau dein Holz aus, bau dein Lehm aus. Komm, das machen wir jetzt auch gerade, weil wir so cool sind. Holz und Lehm und einen Namen ändern. Abkratzers Dorf. Habe ich ja nur noch stehen. Was macht man? Ach, ich weiß es noch nicht. Ich mache erstmal wieder Craftic hin, weil mir fällt gerade nichts ein. Das werde ich aber noch ändern nachher. Oh, eine Statue. Oh, das bauen wir auch nachher. Die Rohstoffe. Da wird das ziemlich knapp. Mit den Rohstoffen jetzt eigentlich. Auf jeden Fall. Bau deine Holzfäller aus. Okay, da gehen wir ja weiter. Was haben wir hier unten drunter? Namen geändert. Da gibt es auch noch mal ein bisschen mehr. Ich soll jemandem einen Liebesbrief schreiben. Oh, ich knüpfe Kontakte. Epos, dann schreibe ich dir einfach mal zurück. Weil ich es kann. Ja? Naja. Ja. Ja. Naja. Reicht das oder reicht das nicht? Nee, du musst schon eine neue Nachricht machen. Toll. Wen schreibe ich denn hier? Alter, du sitzt unter mir, ne? Du sitzt ein bisschen weiter unter mir. Du hast direkt einen neben dir, den Morgan Sullivan. Ich hab den Kriegsgott Alpha beim rechts unter mir. Das bedeutet, ich sitze scheinbar genau neben euch. Ich bin ein zwischen Stück euch, weit zwischen über dir. euch. Ich bin ein Stück weit über dir. Ah, super. Über dir rechts. Also ich laufe bis zu dir. Komm mal her. Kann ich das schon sehen? Oh, ich laufe schon 4 Stunden bis zu dir. Doch schon ein Stückchen. Aber ich habe, weißt du, wen ich neben mir habe? Ich habe neben mir rechts, habe ich den Wallbang. Wallbang habe ich neben mir. Also das ist schon mal gut. Ja, da bist du auch schön. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, oder? Die Lage generell. Mir gefällt das alles gerade. Den Epos habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich bin Wo ist ziemlich weit er? im Osten.
Also nicht weit im Osten. Da ist der Walbeng. Ja, der Walbeng ist auch mit das östlichste. Ja, der ist direkt neben mir. Spieler, das östlichste Dorf. Ich konnte nichts einwählen, ne? Also ich konnte nichts machen. Ich konnte weder hier da Süd, Ost, West wählen. Jawohl. Auch schön mittig. Passt doch. Tritt einen Stamm bei. Haben wir auch schon abgeschlossen. Leute, das haben wir schon abgeschlossen. Das machen wir aber später. Das sind ja so Dummy-Quests hier an der Seite dann. War noch, ändert dein Profiltext. Machen wir gleich. Wann hört's denn da aus? Leben noch. Okay, das macht er von alleine. Profiltext. Wollen wir sowas ändern? Profil bearbeiten. Na, aber. So, was wir so alles ändern können. Finde ein. Oh, jetzt erstmal wieder alles einstellen und. Oh, nee. Ist ganz ungewohnt, jetzt ohne Account Manager zu arbeiten. Was haben wir noch? Die Quest. Wie sieht's denn so neben uns aus eigentlich? So, jetzt schauen wir doch mal in die Rangliste. Bin ich jetzt auch mal gespannt. Mir fällt gerade auf, ich bin so einem richtigen dicken Klotz von Spielern hier. Das ist immer gut, alles adeln. Am besten morgen. Ich hoffe, da sind ungefähr so 10 inaktiv, da habe ich schon eine Farm hier. Oh. Rang 1300. Klasse. Rang 585, ich sink auch immer weiter. Tja, wer auf Punkte baut, der hat eh verloren. So. Ich denke, die bauen alle hier auf Kasernen und so weiter. Ja. Holzfäller, Lehm und Eisen nochmal weiter ausbauen, machen wir auch gerade. Ist ja gar nicht mal so blöd, wenn man ein Barbarendorf neben einen hat, ne? Also kann man gleich schon ein bisschen was farmen. Finde ich. Holzfäller, Lehm und Eisen bauen wir auch gleich. Wie weit soll ich denn bauen? Auf 4, 3, okay, das sind die üblichen Dinge und eine Mine. Was müssen wir noch machen? Eine Statue, oder was? Errichte eine Statue. Die setzen wir hinterher. Oh, Ada, schreibt mir zurück. 1, 2, 3. bau dein Hauptgebäude aus und errichte eine Kaserne. So, die üblichen Quests einfach. Was ich mich gefragt habe, ist, gibt es das Mentorenprogramm diesmal? Weil es haben ja einige gehabt auf der letzten Welt und wir eigentlich nicht. Also ich zumindest nicht. Ihr? Auch nicht, oder? Ich hatte keinen Schüler. Nee. Ich auch nicht. Ich glaube, das war noch nicht so ganz ausgereift, oder? War noch so ein bisschen verbackt. Also manchmal, bei manchen Leuten hat es nicht funktioniert, was ich weiß, von Anfang an. Aber zum Schluss hin haben ja doch schon einige ihre Schüler ausgebildet. Also wird es, denke ich mal, funktioniert haben. Aber ich habe mich dann nicht mehr weiter mit beschäftigt. So, zu der Welteneinstellung sagen wir nochmal, wir haben hier eine Kirche und wir haben Parler-Gegenstände. Bonusdörfer haben wir auch. Kann man ja gerade mal drauf gucken, wie weit ist denn das eigentlich weg von mir? Ah, ist schon ein Stück weit weg jetzt. Ey, ich schreibe jetzt einfach rechts neben mir, hör einfach auf zu spielen. Du wirst gefahren. Ja, die werden sowieso kotzen, weil wir ja einfach Stunden schon voraussitzen. Also, wenn die alle so, oder sind die schon gejoint? Ey, links unter dir heißt jemand Dr. Eichel. Was? Ja. Den habe ich auch schon gefunden. Den hatte ich gestern auch schon in der Dings gefunden. Absolut. Der Eichel uns irgendwas verschwiegen? Bonusdorf ist 1 Stunde und 30 für nachher weg und hier oben? Auch 1,36. Ah, die liegen schon ein Stück weit weg. Wer hat Glück von euch? Ey, da gibt's doch echt ein paar, gell? Die liegen direkt neben dem Bonusdorf. Die haben richtig Glück, Mann. Also bei mir ist eins direkt drüber, 100% mehr Lehm. Bei mir ist einfach nur Bonusdorf, Produktion, schnellere Kaserne, 10% mehr Bevölkerung, mehr Speicher. Na, so gut habe ich es dann doch nicht. Ich kann dann nur darauf hoffen, dass die anderen es... In meiner Umgebung liegt nur ein einzig aktiver Spieler, so in der näheren Umgebung. Und der ist direkt von Wald umschlossen. Neben dem kann überhaupt niemand mehr spawnen. Oh mein Gott, die arme Sau. Schade, dass man durch den Wald
Schade, dass man durch den Wald nicht länger braucht. Weißt du, dass die Truppen, wenn sie drüber laufen, sich Ja, da durchwühlen müssten. das wäre noch härter. Das wäre einfach viel geiler. Oh Scheiße, Gott. jetzt ist das schon so eine Stunde weg hier, der Spaß. Weiß gar nicht, wo du bist, Ada. Wo bist denn du? Von dir aus gesehen direkt im Westen. Wonder Girl habe ich neben mir. Oh, Alter, da klatsche ich einfach rein. Ey, Ach, ich da. klatsche überall rund. Hinter diesen vier Leuten aus unserem Stamm, genau. Naja. So, wurde abgeschlossen. Was haben wir denn hier so alles? Eisenmine abschließen. Ah, hier kann man ja auch nichts beschleunigen. Oh Gott. Was würde ich Oh gerne. Gott, oh Was haben wir Gott, kein denn? Pay to Win. Ja, kein Pay to Win diesmal, kein Pay to Win. So, jetzt schauen wir nochmal Inventar. Was haben wir hier so alles gekriegt? Neuer Gegenstand. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht doch. Normalerweise ist es sinnvoll, diesen Gegenstand hier so bei zwei, drei Dörfern erst, den wir drin haben, zu zünden. Weißt du, hier mit diesem 10% Rohstoff in höher denn deine Speicherkapazität. Ja. Weil das gilt für alle Dörfer. Ach, das muss ich doch nicht. Doch, hast mehrere Dörfer, drückst da drauf, zack, kriegst du überall in ganzen Dörfern 10% mehr. Ist halt geil, aber braucht man es später wirklich noch? Ich glaube, in das zweite Dorf hast du es eigentlich rum. Da ist der Anfang, glaube ich, wichtiger, das rauszubrettern. Rekrutierung 5. Hier, wir nehmen einfach mal Lady Akura. Wo liegen die denn? Imperial und Losti. Was waren das, was die uns gegeben hatten? Mich hat vorhin einer angeschrieben. Ich soll mal ein paar Leute reinladen. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das ist aber keiner von denen. Wollen wir uns mal die Bewerbung angucken? Inventar, Inventar, Rekrutierung. Was haben sie denn geschrieben? Anzeigen. Spiele seit 4 Jahren. Könnt ihr noch ein nettes, loyales Mädchen aus SH gebrauchen? Ey, sorry, ey, das. Ey, Mädchen? Nur mit Profilbild. Bin da. Warte, Bewerbung 25? bei weiblicher Anzahl nur mit Ich Profilbild. nehme jetzt einfach mal an. Man kann immer noch. Imperial, mal gucken, was der schreibt. Würde mich freuen, eurem Stamm pflücken zu können. Hatte in Welt 114 einen Top-Stamm. Einen Top-Start. War allerdings in einem schlechten Stamm. Hört sich an wie du, Epos. Gruß, Mark. Hey. Was machen wir mit dem? Da weiß ich schon nicht. Was sagt der andere? Der Losty, 11? Bin neu im Game und suche nette Truppe. Oh je. Was machen wir? Ablehnen, oder? Das neu ablehnen? Und der andere? Was machen wir mit dem? Ach, das Mädchen nimmst du, ja? Ja. Warum jetzt überhaupt? Warte mal. Er schreibt Lieblingszahnpasta Oral B. Ich habe gar nicht bei der anderen geguckt. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken, was der andere hat. Der andere das auch gemacht. Dentagard hat er geschrieben. Erfahrung seit Welt 9. Mit Unterbrechung, warte mal, seit Welt 9 mit Unterbrechung und der andere in Stämme. Also der eine ist echt neu, kommen den denen mal lieber ab. Und beim anderen hier, beim Noob müssen wir annehmen, das ist der auf Empfehlung reinkommt. Den haben wir es ja versprochen, dass die rein dürfen dann noch. Imperial E, was machen wir mit dem? Spielzeit Welt 9. Jo, jo, Wollen wir erstmal jo, mit reinnehmen? ja, Komm, wir auf nehmen jeden erstmal mit rein, Fall. genau. Es könnte ja sein, dass welche abspringen und so Kann nicht weiter. schaden. Richtig. Warte mal, ich muss das mal gucken, nicht, dass die alle neben mir liegen. Die sollen lieber neben bei euch liegen. Und auch der Spieler, der neu ist, den kann man ja immer noch annehmen, wenn man Platz hat. Richtig, 4 Nachrichten. Total gefailed? Was? Krieg ich eine Nachricht, total gefailed? Wer ist denn Ronald? Ist auch bei uns, oder? Gut. Ah, Der sitzt am Arsch der Welt. Der soll nochmal neu starten und in Stammesnähe gehen. So, Antworten. Starte neu in Stammesnähe. So. Imperial E ist neben Kriegswort Alpha Bam, ne? Naja, gut. Da hat der Alpha Bam dann zu bestimmen. Wir nehmen erstmal und gucken. Rekrutierung Nubina, das ist auch wieder von dem anderen. Nehmen wir auch gleich mit an. Ist alles versprochen. Geht ja rund hier, Vorwärts geht's, ja. ne? Ja. So. Paladin abschließen.
diesmal ab. Gut. Erstmal Holz und Lehm hoch, ja. Nochmal hier, nochmal da und nochmal hier. So. Nutze deine Statue, um einen Paladin zu ernennen. Haben wir vor. Machen wir noch gerade, rekrutieren wir den gleich mal mit. 6 Stunden. So, mal gucken, was er macht. Das ist ja das Problem. War komischerweise total weit weg und dann wollte ich neu starten. Hab aber keine Stammesnähe. Alter. Das ist natürlich ein Fail. Kann man nur einmal neu starten, ne? Ja. Ja, einmal neu starten, um im Inventar nee, da ist nix. Immer noch. Da oh. ist nix. Nee, dann geht nur ein einziges Mal neu starten und dann am besten in Stammesnähe, ja. Wenn man schon im Stamm ist und wenn nicht, ich glaube alle 7 Tage, ne? Ich denke, nee, 14. Alle 14 Tage sogar. Alter. Ja. Oh. So, Dark Down, hab eine Menge Erfahrung, Stammes, bla bla bla. Über 5 Jahre, Alter 20. Ey, wir haben gleich den Platz 1 in Stämme. Down. Ja, haben wir. Nur noch 14 Punkte, dann haben wir die. Ich bin mit 5 Leuten aus dem Stamm befreundet, kann daher sehr nützlich sein. Ja, das ist richtig. Ich glaube, der ist auch auf Empfehlung. Oh, so viele Nachrichten. Erfolgreich zu bestehen, gibt es die Möglichkeit, mit einem neuen Dorf anzufangen. Ein altes Dorf wird von deinem. Nach dem Neustart musst du 14 Tage warten. Alter, gut, dann ist. entweder wartest du. Oder meldest einen neuen Account an und startest bei uns. Gib mir die neue E-Mail-Adresse dann und ich lade dich neu ein. Mehr kann ich für ihn nicht tun. Ich meine, er verpasst höchstens eine Stunde. Ja, jetzt hat er es mir geschrieben. Ich habe noch 2 Accounts. Könntest du den einladen? Name sagen. Name bitte. So. Klar, machen wir direkt. So, wir haben jetzt Platz 1, ne? Jetzt haben wir Platz 1. Leute, wir haben das gepackt. Also wir können eigentlich schon aufhören. Unser Ziel war ja, Rang 1 auf der Welt zu sein. Und Ladies und Gentlemen, wir sind soeben Platz 1. Weil wir geil sind. Alter. Das war zu einfach. Neue Welt. Oh, Antonia, die dritte. Endlich wieder farmen. Freitext, endlich wieder Farm, 25, Name Toni. Antonia, Name Toni, scheint wahrscheinlich keine Frau zu sein. Soll ich mal zurückschreiben? Vor allen Dingen, wir haben geschrieben, Freitext mindestens 213 Zeichen und dann endlich wieder Farm? Ich muss gucken, das lassen wir jetzt offen. Freitext mindestens 213 Zeichen. Ja gut, auf der Welt war das jetzt wahrscheinlich noch nicht gleich von Anfang. Ist es einem aufgefallen im Stammesforum, dass wir schon, warte mal, abschließen, bla bla bla. Ist es einem aufgefallen? Nee, jetzt stellen Sie sich erstmal vor. Hallo Leute. So. Ja, wir können eigentlich bei allgemein mal reinschreiben, wir haben es gepackt, die Welt gehört uns, Rang 1. Wie geil ist das? So, jetzt haben wir euch auch gezeigt gehabt, wie ihr Rang 1 werden könnt auf einer Welt. Ja, ist doch ganz einfach. War ja nicht schwer, oder? Ein paar Jahre YouTube, ja. Ein paar Leute einladen. Genau, also alles gut. Das Erste, was ihr machen müsst, ihr müsst einmal auf einer Welt starten, ihr müsst einfach mal ein paar Videos machen und dann einfach alle, die eure Videos gucken, einladen, einen Weltrang 1 Stamm machen. Ja. Ist das geil oder ist das geil? Na, mal gucken, wie lange wir drauf bleiben. Ich denke mal schon, dass wir auf jeden Fall jetzt oben mit dabei sein werden und wahrscheinlich auch
Aber wir liegen aber auch so geil mit dem Stamm, was das betrifft, ne? Krasse Tasse, sag ich mal. Also ich will auch nicht unbedingt in die Mitte adeln, wenn ich ehrlich bin. Ist aber auch nicht weit weg. 40, 50 Blöcke. Das ist ja Ich geil. würde schon nach Nordosten adeln dann. Nach Ein Nord-Nordosten. bisschen. Ja, würde ich machen. Ja, ich würde grundsätzlich alles adeln, ja. Ja, also ich nehme jetzt Vor auch allen hier Dingen jetzt alles. zu Beginn, wenn man ein Dorf noch unter 100 Punkte hat, da muss man dringend über Adelsziele reden. Ja, vor allen Dingen Rangliste 820. Ey, ich war doch eben 600. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn hier los, Mensch? Jetzt haben es ein paar Leute gescheckt, dass jetzt schon die Welt losgeht, deswegen. Jetzt haben sie ein paar. Ja gut, aber die können ja nicht schneller an mir vorbeiziehen, wie ich baue. Also, man muss wirklich sagen, bis zum Rang 23 in unserem Stamm haben es schon alle mitbekommen jetzt. Echt? Also sind 23 Leute direkt von Beginn an aktiv. Unglaublich. Ja, es gibt noch welche, die sind in der Schule, aber wenn die dann nachziehen, ich meine, jetzt machen wir ja erstmal total gefailed. Mal gucken, was er schreibt. Total gefailed. Wenn, hoffentlich ist das F. Oh, was ist das denn bitte für ein Name? Umfragespieler einladen wahrscheinlich. Kann man direkt einen Spieler einladen? Und ich mache das einfach mal einfach irgendwo auf der Karte in der Nähe von Craftic. Ah, eigentlich wollte ich das jetzt nicht so unbedingt, aber komm. Weil du es bist, schreibe ich hin. Wollten jetzt eigentlich nicht direkt neben mir haben. Das ist natürlich dann jetzt noch jemand neben mir. Oh, guck mal, was wir hier noch alles einladen können, Leute. Übertreibt mich, wir müssen ja noch was adeln hier, ne? Ja. Es ist nur der eine. Kommt der eine Account, kommt der jetzt, den schmeiß mal raus, den einen. Der ist eh am Arsch der Welt und dann kommt sein neuer Account einfach dazu jetzt. Schreiben gerade, habe geladen und gut ist. Ja, dann können wir dem seine Figur gleich rausschmeißen. Weil der ist echt am Arsch der Welt, der ist unten. Der war nicht zufrieden mit der Situation und macht dann einfach Neustart. Das ist ein Riesenfehler. Ja, die Katja, diese Crow, die liegt auch sehr, sehr weit außen. Ich habe sie auch schon angeschrieben wegen Neustart, ob man sich's überlegt. So, der Typ hat auf der Welt angefangen und den werde ich auch sofort in den Stamm einladen. Nachricht schreiben. Karte zentrieren liegt nicht in deinem. Liegt nicht in deinem Kirchenradius. Ey, Was? Alter, wie kann das denn sein? Der jetzt soll einen Neustart machen. Neustart, warte mal, ich muss ihn erstmal laden, in den Stamm. Ich kann gar nicht in den Stamm einladen. Ich schreibe mir jetzt ja schon wieder so weit weg. In den Stamm und dann neu anfangen. Kommen in den Stamm und dann neu anfangen. Hat bei jedem geklappt, aber einer fällt immer aus der Rolle. Kennt ihr das? Unglaublich, oder? Ja, meistens bin ich, ne? Eigentlich bist du das meistens, ja. So, Mi hoch han. Mi hoch han. Okay, die Bewerbung gehen wir erst später hier alle durch. Ich denke mal, die bewerben sich ja sowieso überall. Und jetzt hören wir einfach erstmal auf. Ja, wie du Bin das. wieder irgendwo, lad mich mal in Stamm ein. Geht nicht, du sollst dich bewerben. Ich kann nicht laden. Kann ich nicht laden, den Typ. Unglaublich. Geht das dann nur mit dem Kirchenradius oder so? Da fragst du den ganz, ganz Falschen. Da frage ich einen ganz, ganz falschen. Die erste Kirchenwelt überhaupt ist das für mich. Oh. Weil Oh. dann ist das wirklich falsch gefragt. Hier, ich hätte gern 20% mehr Rohstoffe, das vermisse ich irgendwo. Das war eigentlich total das coole Feature. Kacke. So, egal. Ja, wenn wir weiter sind. Also wir sind Rang 1, ja. Und das ist die Hauptsache. Wenn euch die Folge gefallen hat, oben links in der Ecke abonnieren und einen Daumen, den dicken, fetten Daumen bitte nach oben. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne haut rein, sagt mal Tschüss, Jungs. Tschüss. Bis demnächst.